klar. In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Aber die entscheidende Frage ist doch, handelt die Regierung auch im Interesse der Mehrheit? Will die Mehrheit von uns, dass immer mehr Menschen immer weniger haben und immer weniger Menschen dafür immer mehr? Etwas konkreter? Gerne. Die reichsten 1% in Bayern besitzen fast ein Drittel des Gesamtvermögens. Und gleichzeitig sind mehr als 1,5 Millionen Bayern von Armut bedroht. Ist das im Sinne der Mehrheit? Anderes Thema. Will die Mehrheit von uns, dass an unserer Gesundheit und Pflege gespart wird? Dass viel zu wenig Pflegekräfte sich um immer mehr Patienten kümmern müssen? Dass Krankenhäuser geschlossen werden, nur weil sie keinen Gewinn machen? Oder will die Mehrheit von uns, dass der Bus auf dem Land immer seltener fährt und in der Stadt die Mieten teurer und teurer werden? Will die Mehrheit von uns etwa, dass immer stärker an der Zukunft unserer Kinder gespart wird? Dass immer weniger Lehrkräfte immer größere Klassen unterrichten müssen und gute Bildung nur noch denen zusteht, die es sich leisten können? Nein? Dann sollten wir ein klares Zeichen setzen. Mehr für die Mehrheit. Weil zu viele zu wenig haben. Am 14.10. Die Linke wählen.